So, das ist mir jetzt schon zu viel Geklapper. 3, 2, 1, los. Wir malen 10 Minuten irgendwas und der Luis hat sich ein Kassettenkopfmännchen gewünscht. Das trifft auch meinen Gusto, weil ich, das ist mir schon zu, hier, weil ich diese Viecher halt total geil finde. Also Kassetten sind jetzt nicht direkt Tiere, obwohl Kassetten vielleicht auch wundervolle Haustiere wären. Stuben rein. Musst du einfach nur abends einmal zurückspulen. Oh Gott, imagine, du hast ein Kassettentier, Haustier. Und dann ist deine Aufgabe, es abends zurückzuspulen und du fütterst es mit Musik. Das ist das Cringigste, was ich jemals gesagt habe. Und ich habe das Bedürfnis, mir die Haare schwarz zu färben. Aber, was haben schwarz gefärbte Haare damit zu tun? Aber es wäre schon niedlich, oder? Komm, so ein Kassettenhaustier. Wir bringen ja irgendwann, nicht jetzt sofort, sondern irgendwann, oh, siehst ein bisschen verfeiert aus. Bringen wir so ein kleines Kassettenhaustier, Kassettenkuscheltier raus. Dann kann man mit Kassetten auch kuscheln. So. Acht Minuten. Sehr gut. Was können wir denn für einen Kassettenkopf malen? Der braucht ja schon irgendwie auch einen Job. Jeder sollte eine Arbeit haben dürfen, wenn er Bock auf eine Arbeit hat. Das ist schon praktisch. Das sind ja so. Vielleicht. Warte. Ah, nee, ich weiß nicht. Der kriegt erstmal einen dicken Körper, einen langen Körper, ein bisschen Ärms. So, da Ärmel. Oh mein Gott, bist du süß. Das hier können wir auch so als Mund so ein bisschen lassen schon, ne? Warum nicht? Warum nicht? Ist ja da. Einfach nutzen. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Da kann man ruhig nehmen, was da ist. Zack, zack, zack. Okay, die Füße schauen in die komplett falsche Richtung. Ist überhaupt nicht schlimm. Die stehen nämlich einfach in der Wiese. Wenn Dinge in die falsche Richtung schauen, einfach ein bisschen Gestrüpp drumherum malen und schon ist die halbe Welt glücklich. So. Zack, 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 zack. Und damit sich das Ganze auch lohnt, eine Glühbirnenblume. Zack, zack, zack. Soll ja auch irgendwie leuchten, das Ding. Jetzt dachte ich erst, man könnte eine Schürze dran machen. Schürze, Schürze, Schürze. Ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen, es ist nicht schön. Und wir brauchen viel zu viel Zeit dafür. Wir brauchen viel zu viel Zeit hierfür da. Wir brauchen noch ein kleines Kassettenmännchen, weil ein großes Kassettenmännchen kann auch immer sehr gut mit einem kleinen Kassettenmännchen zusammenleben. Zack, zack, zack. Es guckt hier so ein bisschen nach oben, weil es einfach sehr süß ist, wenn Dinge nach oben gucken. Okay, es sieht auch ein bisschen aus, als würde es gleich umfallen, aber vielleicht ist es ein Fan. Vielleicht ist diese Kassette ein Fan von der anderen Kassette. Das ist einfach die B-Seite, die gerne auch mal die A-Seite wäre. Obwohl B-Seiten ja nicht zu unterschätzen sind. Das wissen wir seit den Beginnern. So. Guck, einfach so ein bisschen rumgeschmiere und schon hast du ein cutes Bild. Der kriegt aber so ein Label hier. Zack, 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 zack. Hier, so. 6 Minuten. Aber wir machen dann aber schon noch ein bisschen bunt, oder? Jetzt, wo wir mit diesen Blumen angefangen haben, können wir auch noch mehr von diesen Glühbirnenblumen machen. Zack, zack, zack. Hier mit Fassung, weil sonst kann es ja nicht leuchten. Macht Sinn, ne? Bums. So, oh, ich mag das Blumen-Glühbirnen-Konzept. Das ist so ein bisschen mein Ding. Wir mussten heute umziehen. Wir sind heute hier bei mir im Studio. Normalerweise sind wir ja drüben bei Buttwig und nehmen diese Dinge auf, diese Videos. Schau mal hier, ein bisschen Krickelkrakel und schon wirkt die ganze Sache ein bisschen arty. Kannst du so tun, als könntest du Schatten malen. Klappt hervorragend. Hier ein paar Blätter dran. Naja, aber weil die drüben so viele Kuscheltiere, also Onkel Beate, Bruder Tax verpacken, kann ich da heute kein Video aufnehmen. Und deswegen sind wir hier, oder das ist eindeutig eine Stromsparlampe, so hässlich wie die geworden ist.
Meine Güte, die braucht nicht mal eine Fassung. Die Zeit. Entschuldige mal, Maries, wenn du ein bisschen bemühter sein könntest. In der dritten Person voneinander reden ist, glaube ich, auch das Unangenehmste, was man auf einen Montag machen kann. Ich bin dafür, dass ich jetzt einfach aus Strafe die Fresse halten muss, nur weil ich gesagt habe, oh Maries. Widerlich. So, das kann ruhig hier so ein bisschen zack, 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 zack. Leichter Schimmer da. Die Kassette kriegt eine Farbe, weil der Stift springt. Normalerweise müsste ich die wunderschön hier eindrehen, damit ihr gut sehen könnt, mit was ich male. Ihr konzentriert euch aber einfach hier auf den Stift. Da dreht man das so rein. Warte. So dreht man da diese Hülsen rein. Ist mir aber zu aufwendig. Wir machen das so. Ihr konzentriert euch aber schön auf den Stift, damit wir alle sehen, dass man das da auch reindrehen kann. So, 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 so. Das Schöne an den Sketchern ist, die verschwimmen so schön ineinander. Das heißt, diese Striche, die hier jetzt vom Doppelzeichnen entstanden sind, also vom Drübermalen, die sieht man gar nicht mehr so doll. Warte, aber ich will einen etwas dunkleren Ton, damit sich das hier oben abhebt. Das verwischt sich nachher so schön. Warte, hier können wir gleich nochmal mit Schatten rein. Nur noch 3 Minuten. Toll. Oh nein, nicht mit Schatten. Bitte, 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 bitte. Ah, danke. Wir haben doch alles da. Wir haben ja alles hier. Ah, ich finde mich heute so unangenehm. Es gibt so Tage, da denke ich mir, meine Fresse, was laberst du? Warum guckt sich jemand diese Scheiße an? Heute hätte ich ruhig sein sollen. Ich hatte aber eine sehr unangenehme Erfahrung. Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen cringe drauf heute. Und zwar hat mich jemand angeschrieben, also eine fremde Person hat mich angeschrieben, ich solle doch bitte der rothaarigen Dame aus meinem Lieblingssupermarkt eine Autogrammkarte geben. Und wer mich länger als 2 Tage kennt, weiß, sowas ist mir super unangenehm. Weil ich gehe doch nicht einfach hin und gebe irgendwie eine Autogrammkarte. Wenn die Leute uns auf der Straße ansprechen, dann habe ich ja manchmal das Bedürfnis, weinend wegzulaufen, weil ich nicht weiß, was ich mit ihnen reden soll. Also einfach, weil es so eine unangenehme Situation für mich ist. Und jetzt habe ich das, also die Dame in meinem Lieblingssupermarkt weiß wohl nicht, dass die Person mir geschrieben hat. Aber die Person fand es ganz wichtig, mir zu sagen, ich soll das doch machen. Und ich finde das so super seltsam. Und jetzt musste ich heute Morgen da einkaufen und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis zu wissen, wer die Person ist, die die Autogrammkarte hätte haben wollen. Nicht, weil ich ihr unbedingt eine geben will oder weil ich angehimmelt werden möchte, sondern um zu wissen, in welchen Ecken ich mich lieber nicht aufhalte, weil mir das so unangenehm ist. Also die ist bestimmt zauberhaft, die Person. Ganz liebevoll und so. Versteht man, was ich will? Ich glaube nicht, ne? Ich mache mich noch unangenehmer einfach. Naja, ich bin da einfach ein bisschen schüchtern, wenn es um diese Form von Aufmerksamkeit geht. Ab und zu rufen die Leute ja auch mal, wenn wir irgendwo hier vorbeifahren und die erkennen uns oder sowas. Oder erkennen das Auto, weil sie, keine Ahnung, registriert haben, wo unser Studio ist. Und dann kennt man halt auch hier und da mal das Auto. Und der Luis, der freut sich dann immer, der brüllt direkt zurück. Und ich bin dann so super schüchtern, nur so... Hallo, ja. Ich sage dann am liebsten gar nichts. Ich brauche immer so einen Moment, bis ich dann damit warm geworden bin, dass mich jemand unterwegs erkennt. Wobei mir noch keiner was Blödes gemacht hat oder sowas. Das muss ich ja auch sagen. Das war eine blöde Wahl mit dem Grün. Und irgendwie ist das jetzt mehr ein Tagebucheintrag geworden als ein Zeichenvideo. Aber ist auch nicht schlimm, müsst ihr mit leben. Wir haben jetzt noch 1 Minute für ein paar Highlights. Beziehungsweise ein paar dickere Striche. Aber bis ich den richtigen Stift gefunden habe, ist auch diese Minute rum. Tja, magnifik. Magnifik, so. Der kann ruhig ein bisschen zerdettert aussehen. Ich musste dem Yoshi versprechen, auf keinen Fall weiterzumalen, wenn die Minute rum ist. Wenn die 10 Minuten rum sind, weil ich wohl dazu neige, noch vereinzelt Striche zu machen, wenn die Kamera dann schon aus ist. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt muss ich ganz doll aufpassen. 20 Sekunden, schnell, wir müssen hier noch ein bisschen Form reinbringen. Krickel, krackel und so, noch eine Blume. Die ist hässlich geworden. Ja, auch irgendwie süß. Hässliche Blumen haben auch eine Daseinsberechtigung.
Ohne Sonne. Oh Gott, gib mir die Sonne noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! 4 Sekunden. Nein. Oh, jetzt ist die Sonne ein bisschen grau. Na, ist egal. Aber es ist schön geworden. Ach so, ob die Unterschrift zählen würde? I don't know. Ich lasse es noch mal kurz liegen, dann kann man sich's angucken. Was Wichtiges sage ich einfach nicht mehr.